Im heutigen Video zum guten Bruder BTC zeige ich euch, dass wir endlich oben im Gap angekommen sind, was wir schon lange als Ziel hatten, was jetzt aber Dramatisches passiert ist und wie wir uns darauf vorbereiten. Also dranbleiben und auschecken. Ey, wer hat denn die Real Cypher? Vielen lieben Dank, ich werde mit Liebe überhäuft. Ich sehe, es sind wieder mittlerweile schon wieder so viele bei Anonymous dazugekommen. Für alle Anonymous-Mitglieder, spätestens nächste Woche habe ich die Goat-Chart das komplett hochgeladen. Plus als Dankeschön bekommt ihr auch noch wöchentliche Updates. Echt mega. Natürlich wird der Content hier nicht runterleihen. Es wird weiterhin alles for free geben. Ich danke jedem Supporter von Herzen. Und wir müssen uns Sonntag sehen, ne? Also eintragen, Sonntag, Livestream reinballern. Jo, was geht ab, liebe Leute? Es ist Wochenende. Und wir schauen vorher selbstdrehend auf den guten Bruder BTC. Nachdem wir diesen wunderschönen Run gesehen haben, ist es wieder an der Zeit, dass jemand mit einer negativen Meinung kommt? Das bin ich. Nein, also nicht negativ, aber dass wir jetzt wieder ein Update machen, um realistisch zu schauen, wo der Bruder gerade hängt. Dafür als allererstes hatten wir die ganze Zeit auch hier drüber gesprochen, über dieses riesige CME-Gap. Wir haben ja gesagt, wenn dieses klaffende Kurslücken-Ding hier offen bleibt und wir nach unten schießen, ist das unser erstes Ziel, dass der gute Kollege dann erstmal da hochrennt. Das hat er gemacht und er hat es auch geschlossen. Aber bei Kurslücken-Gaps ist es genau so wie bei Support oder Widerstand. Entweder brechen wir drüber, dann ist es neuer Support, oder wir prallen ab, dann bestätigen wir den Widerstand von unten. Und hier aktuell sieht es so aus, als wenn wir erstmal abprallen. So, gleichzeitig haben wir aber unter uns nämlich auch wieder mit einem Gap geöffnet. Wir werden hier totgeschlagen mit Gaps. Sehen also, hier unter uns ist auch wieder eine Kurslücke, die uns dann Support, die uns dann als Support dienen könnte, wenn wir uns hier halten, um dann nochmal einen Angriff zu starten, dass wir das quasi aushebeln und wir dann weiterlaufen können. Aber aktuell ist es halt so, diese zarte rote Linie ist hier das Gap gewesen. Wir sind reingelaufen, wir sind abgeprallt. So, dann schauen wir uns den Bruder. Denn nach diesem Push hier nach oben haben wir wunderbar gesehen, wie wir hier diese Struktur aufbauen. Nur mal eben, weil wir uns so lange nicht gehört haben, sieht man hier wieder nächstes Level gespielt. Das hier hatten wir im Discord, das hatten wir hier auch besprochen, glaube ich. Auf jeden Fall hatten wir hier diesen kleinen Push im Minutenchart gefunden. Hat er auch schön gemacht. Was ich damit sagen möchte, ist, er folgt gerade sehr sauber seiner Struktur, wie er da alles abarbeitet. Doch wir müssen halt bedenken, hier unten ist noch so ein riesiges Level, was übrig geblieben ist. Und der Bruder kann, wenn er dort oben abprallt, alles, was er hier aufgebaut hat, natürlich wieder abverkaufen. Das würde wieder die ganzen Coins runterreißen. Deswegen schaue ich aktuell. Ich bin gespannt, ob wir das Gap dann heute schließen, ob wir hier dann den Support bilden können, damit wir uns hier halten. Und wichtig, ich gucke, wenn heute irgendwas Heftiges passieren sollte. Ich hatte eigentlich überlegt, einen Livestream zu machen, wenn es sich jetzt krass in irgendeine Richtung entwickelt. Gerade sieht es noch nicht so aus, aber sollte jetzt irgendwas Dramatisches passieren, würde ich auch nochmal eben live gehen, dass wir uns das anschauen. Gleichzeitig wird der Streamer dann wieder hochgeladen, also haben wir dann auch gleichzeitig wieder ein Bitcoin-Update. Das dazu. Nur damit wir da auf dem Laufenden sind. Jetzt wollen natürlich alle wissen, was macht der Bruder. Denn wir müssen uns diesen Bereich anschauen. Sollten wir jetzt, also positiv, wir fangen mit dem Positiven an. Wir hatten hier zwar dieses Tief gebrochen auf Wochenbasis, haben es aber nach oben wieder geschafft. Das hatten wir uns hier auch angeschaut. Am Montag haben wir gesagt, das wäre erstmal wichtig für uns, dass der Bruder es da drüber schafft, um dann dieser Struktur nach oben zu folgen, in das Gap. Das hat er gemacht, hat hier einen Support gebildet. Das heißt, ein wichtiger Bereich, der halten muss, ist halt hier. Und wir machen mal eben das etwas fetter, damit man es schön erkennen kann. So. Haben dann hier diesen wichtigen Support-Bereich bei 53 oder 54 bis 53. Denn danach sollten wir da drunter brechen und wirklich diesen Gap füllen hier, diesen langen Wick.
dann glaube ich, dass wir hier unten in diese Bereiche gehen. Also dann geht es halt direkt Richtung 43, 40.000. Denn das sieht jetzt wieder hart aus, aber hier ist halt nichts mehr, was uns hält. Hier, wenn wir uns das zur Seite anschauen, oder auch diesen Bereich, dann laufen wir straight hier drunter und werden nach unten brechen. Da sind wir aber noch weit von entfernt. Ich wollte nur schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir hier, ich denke nicht, dass jetzt so krasse Sachen am Wochenende passieren. Aber wenn doch, sind wir auf dem Laufenden, können da ordinär runtershorten, sollte er es brechen. Aber vorher geht es halt darum, halten wir uns hier an diesem Support. Wenn wir den bestätigen und heute es drüber schaffen, das wäre halt ein starkes Zeichen wieder auf der CME-Börse, wenn wir uns hier halten, also hier reinkommen und es dann heute noch da drüber schaffen würden, um hier zu schließen, dann würde ich sagen, das sieht recht gut aus, dass wir erstmal diese oberen Level hier wieder abarbeiten. Denn es ist halt so, dass wenn wir über dem CME-Gap schließen, haben wir ja gerade gesagt, ist es wie ein Support, der gebrochen wird. Und dann, wenn wir drüber schließen, haben wir hier wieder keinen Widerstand mehr, sondern Support gebildet. So, dann schauen wir noch eben, wo wir dran gelaufen sind. Das erkennt man hier auf auf der Binance. Also erkennt man auf allen, ich habe nur die Binance, weil die am meisten Daten hat. Hier sieht man halt auch wieder, wenn wir nach dem Ding der Preisbereiche gehen, ist es gerade auch, wenn es impulsiv aussieht, nur ein Pullback in dieses Level. So, wir sind hier drunter gebrochen, laufen gerade wieder hoch. Wir lassen uns von der bullischen Kerze nicht irritieren, denn es kann halt auch sein, dass es danach weiter runter geht. Wir wissen, was passiert. Bullische oder impulsive Kerzen können dann auch erstmal eine Talfahrt bedeuten, dass wir dann die nächste bärische haben und dann wieder weiter runter gehen. Also das hier hat er schön gemacht, aber dann ist wieder die Frage, warum bremst er dort genau? Wir müssen ja immer die Dinge hinterfragen, die im Markt passieren. Und deswegen ist das wichtig. Warum stoppen wir genau hier? Wir haben das Gap geschlossen, sind aber auch abgeprallt. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Hier sieht man halt auch genau, also selbst wenn wir das Gap nicht gehabt hätten, hätten wir hier diesen Widerstandsbereich gehabt, wo wir gerade reinlaufen. Können uns hier nochmal im Kleinen anschauen. Da bauen wir gerade etwas ab. Wir sehen diesen Bereich, sind wieder drunter gebrochen, bestätigen von unten und brechen gerade oder versuchen gerade zu brechen. Wir haben noch keine Kerze drunter geschlossen, was erstmal ein positiveres Zeichen wäre, weil wir sonst direkt hier wieder runterlaufen. Gucken wir uns das im Kleineren an. So, man sieht halt, er wird gerade oder es wird gerade versucht, den Bruder zurückzudrücken. Wir gucken mal, wie der im 15 aussieht. Wicklos gestartet. Der gefällt mir auch nicht so gut. Könnte flippen. Und hier sehen wir recht deutlich, dass wir uns da drunter halten. Das Einzige, was ich jetzt Positives sagen würde, ist dieses, dass wir hier versuchen, ein Higher Low zu bilden, dass wir weitergehen. Aber sobald wir anfangen, hier drunter zu brechen, glaube ich, war es das. Wir laufen direkt hier Richtung 59, 8 ungefähr, hier diese Bereiche. Das zur aktuellen Lage der Nation. Wie gesagt, wenn was Heftiges passiert, also jetzt irgendwas Dramatisches oder was Positives, wir gehen über das Gap oder wir machen einen heftigen Abverkauf, dann schaue ich, dass ich nochmal live gehe. Ansonsten hören wir es natürlich am Sonntag, habe ich mega Bock drauf. Und das war es eigentlich auch schon. Wollte euch ein kurzes Update hier lassen. Ich freue mich, dass wir so wachsen in der Community, macht echt mega Laune. Also, wir hören uns spätestens am Sonntag. Vielleicht kommt morgen noch was, wir schauen mal. Also, bis dahin, Peace.